erstmal vielen Dank für das große Interesse, obwohl ich auf Deutsch spreche. Und es geht eben ganz genau um die künstliche Intelligenz, zu mehr Automatisierung bei der Fehleranalyse beziehungsweise um die Rolle, die Open Source innerhalb von unserer Lösung momentan spielt, wenn es genau darum geht. Was ist das für ein Unternehmen? Also ihr habt wahrscheinlich alle beim Sponsor Desk schon gesehen, dass wir vor Ort sind. Also wir sind ein IT- und Consulting-Unternehmen aus der Wirt-Gruppe und bemühen uns, wie hier unten steht, we improve business productivity by delivering world-class software solutions with a team of highly motivated and skilled IT experts. Das heißt, wir sitzen in Bozen in Südtirol und haben Kunden sowohl in Italien als auch in der Schweiz und Deutschland hauptsächlich, aber auch weltweit. Wie verschlägt es einen Medizinphysiker zu so einem Unternehmen? Ich war während meinem PhD in den Neurowissenschaften irgendwann an den Punkt angekommen, dass ich mir gesagt habe, eigentlich ist das ein Schrott, weil ich habe so coole Methoden und immer das Problem, ich kann meine Menschen in diesen Scannern oder in MRT nicht so lange drin lassen, wie ich müsste, damit ich aus meinen Daten auch wirklich dann was rausholen kann, was ich statistisch wirklich verwenden darf. Das heißt, ich habe mich nach der Uni auf die Suche gemacht nach einem Unternehmen mit einer starken Open-Source-Philosophie und wo Daten einmal nicht der limitierende Faktor sind, sondern auf jeden Fall in Hülle und Fülle vorhanden und bin dann damals auf WirtPhoenix gestoßen. Eins meiner ersten kleinen Problemchen waren Alarmierungen. Also das ist ein Beispiel extrahiert aus deren Real User Experience Lösung und da hatten sie bei manchen Kurven das Problem, ja, wenn man nur den Mittelwert angeguckt hat, dann hatte man entweder einen Daueralarm oder nie einen Alarm und irgendwie hat das nie zu dem gepasst, was der Kunde eigentlich wirklich gefühlt hat. Dann haben wir näher reingeschaut und eben festgestellt, wenn man zum Beispiel Clustering-Methoden auf diese Datenströme anwendet oder wenn man sie multidimensional anschaut, dann kann man das visualisieren, was da wirklich passiert. Also während ich bei dieser Kurve da oben überhaupt nicht sehen würde, dass ich auf der ersten Hälfte so eine Verteilung habe, in der zweiten Hälfte so eine Verteilung, weil wenn ich mir eben nur den Mittelwert angucke und auch den Bereich, in dem sich die Datenpunkte um den Mittelwert herum bewegen, würde ich einfach quer durch die Bank hier die ganze Zeit fast die gleiche Kurve kriegen. Hier sieht es fast noch homogener aus als am Anfang, also würde ich fast denken, da hat eine Verbesserung stattgefunden. Was aber wirklich passiert ist in diesem Fall, war, dass ich erst einen kontinuierlichen Datenstrom hier ungefähr auf der Hälfte hatte und der sich dann gesplittet hat. Und das konnte ich, wenn die Daten alle aus der gleichen Quelle kamen und ich die eben nur mit dieser sehr einfachen Metrik betrachtet habe und auch nur auf dieser sehr einfachen Metrik meine Alarme konfiguriert habe, nicht wirklich unterscheiden. Das heißt, da hätte ich als jemand, der jetzt da Fehleranalyse machen soll oder überhaupt sich mit einem Problem von einem Kunden befassen soll, nie festgestellt, aha, die Hälfte hat eigentlich im Moment eine Verbesserung, bei der geht es schneller und hier bei der anderen Hälfte, die haben momentan ein wirkliches Problem. Das heißt, wir haben angefangen, uns nicht mehr nur einen Mittelwert anzugucken, sondern eben auch zum Beispiel eine Dichteverteilung oder dann Cluster und gucken nicht, wie weit ist meine einzelne Metrik von irgendeinem Threshold entfernt, sondern wie weit befinde ich mich denn momentan entfernt vom Normalitätscluster. Kleiner Ansatz, hat aber beim Troubleshooting viel gebracht, weil man vor allem auch relativ schnell sehen konnte, ja, sind denn jetzt nur 10% schlechter oder was passiert dann wirklich? So, das war also der springende Punkt, wo ein Mathematiker oder Physiker gesagt hat, Mensch, Monitoring ist spannend, kann man einsteigen, hat es Daten, da machen wir weiter. Momentan befasse ich mich mit ganz was anderem, nämlich dem Performance Monitoring und zwar insbesondere das, was bis vor kurzem Application Performance Monitoring geheißen hat und inzwischen auch mit IT Operations Analytics bezeichnet wird. Was ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Gebieten? Also ganz vereinfacht gesagt, Application Performance Monitoring, ich denke halt immer früher in den alten Autos, da ist, wenn dann das Benzin fast leer war, irgendwann so der orange Spy angegangen und man ist zum Tanken gefahren. In den moderneren Autos heute sehe ich schon, ja, wenn ich mich jetzt die nächste Stunde genauso weiter verhalte wie die letzte Zeit, dann habe ich wahrscheinlich noch so und so lang oder so und so viele Kilometer, die ich mit meinem Benzin zurücklegen kann. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter denkt, dann liegt da ganz genau der Unterschied. Das heißt, ich will nicht mehr nur
mein ganzes System kennen, meine ganzen einzelnen Metriken aufnehmen, sondern ich will auch vorausdenken, ich will proaktiv sein, ich will schon wissen, was denn passiert, wenn alles so weiterläuft wie bisher oder wenn auch Sachen auftreten, die in der Vergangenheit schon mal aufgetreten sind und die recht wahrscheinlich sind. Das heißt, es ist nicht so, dass Application Performance Monitoring, wie wir es bisher kennen, abgeschafft werden muss, überhaupt nicht, aber man kann diesen neuen Trend auch nicht ignorieren. Das heißt, während ich hier einfach existierende Prozesse abbilde und gucke, was passiert und einfach letzten Endes hauptsächlich sehr spezifische, applikationsspezifische Metriken aufzeichne, habe ich hier immer mehr drumherum, weil ja auch inzwischen viel mehr drumherum ist. Meine Applikation funktioniert ja vielleicht nur, wenn sie Zugriff auf die Cloud hat, wenn sie kommunizieren kann, wenn sie richtig virtualisiert ist. Also ich kann nicht mehr nur Metriken anschauen, die rein mit der Applikation zu tun haben. Und das sind solche Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel eben bei der Fehleranalyse oder bei der proaktiven Kontrolle von Service Performance etc., wo wir gerne unseren Human Expert beschleunigen würden. Aber das ist nicht immer so einfach. Und genau darum geht es jetzt dann in den nächsten Slides. Wie muss man sich's vorstellen? Also bei uns ist beim Performance Monitoring das meistens so, dass ein Kunde uns beauftragt und sagt, ich habe die und die Lösung. Häufig ist es sogar eine bei uns gekaufte Lösung. Und ich möchte gern wissen, läuft's nicht oder wie gut läuft's? Das heißt, die wollen wirklich auch eine Sicherheit haben, dass die Performance stimmt und nicht erst dann einen Human Expert an der Hand haben, wenn was eben nicht mehr funktioniert, sondern auch Vorschläge bekommen, ja, also momentan, wenn er so weiter wurschtelt, werdet er in spätestens 3, 4, 5 Wochen Probleme haben. Und hier nochmal der ganz klare Satz, IT Operations Analytics Solutions are best used to supplement existing APM tools rather than replace them. Das heißt, es ist definitiv nicht so, dass Application Performance Monitoring abgeschafft gehört, aber wenn man sie geschickt zusammenverwendet, kann man eben noch einen ganzen Haufen mehr bei rausholen. Jetzt ein ganz wichtiger Trend, der für die weiteren Slides von Bedeutung ist, was vielleicht viele jetzt die Tage schon gehört haben. Also man bewegt sich mehr und mehr von den relationalen Datenbanken weg, wenn es um Time-Series-Daten geht, weil einfach die neuen Time-Series-Datenbanken einiges an Vorteilen haben. Insbesondere, wenn ich wirklich sehr, sehr, sehr viele Daten sammle von Kunden und die Timestamps haben, dann bin ich viel schneller, wenn ich irgendwas aggregieren will, viel schneller, wenn ich irgendwas expandieren will. Und hier sind so zwei Diagramme, die kriegt ihr zum Beispiel auch auf der InfluxDB Homepage. Hier sieht man, wie die Trends in den letzten 24 Monaten waren. Also hier die Relational, dann Search Graph und Time Series DBs. Und hier zum Beispiel ist ein Vergleich zwischen InfluxDB und Elasticsearch, wenn man guckt, wie es ums Write-Throughput bestellt ist. Und bei manchen unserer Kunden ist es vonnöten, dass wir circa auch 500 Millionen Datenpunkte pro Tag in unsere Datenbank schreiben. Das heißt, bei Time-Series-Daten stand nicht zur Diskussion, dass wir mit irgendetwas bleiben. Gut, was ist künstliche Intelligenz? Hier haben wir den großen roten, künstliche Intelligenz, intelligentes Verhalten von Maschinen anstatt der wirklichen natürlichen Intelligenz, wie sie bei Tieren oder Menschen anzutreffen ist. Dann haben wir das Machine Learning, ein Feld der Computer Science, das den Computern die Fähigkeit gibt, zu lernen, ohne explizit für ein Problem Step by Step programmiert worden zu sein. Und dann noch den Bereich Deep Learning. Das ist wieder ein noch kleinerer Teilbereich vom Machine Learning, kommen wir dann später auch drauf zu sprechen. Also da lerne ich dann basierend auf Data Representations. Und eigentlich könnte ich jetzt da außenrum, gerade im Hinblick Unternehmen, noch das kognitive Unternehmen bzw. das Cognitive Computing tun, was ihr wahrscheinlich die letzten Monate in vielen Zeitschriften und Artikeln auch schon gelesen habt. Da geht es eben darum, dass ein Unternehmen dann künstliche Intelligenz
gezielt einsetzt, um an manchen Stellen weiterzukommen. Und Hand in Hand mit den ganzen künstlichen Intelligenz-Sachen sehen wir auf jeden Fall immer auch die User Experience, weil es bringt nichts, wenn man sagt, okay, die Metrik passt, alle Metriken passen, aber beim User kommt nicht das gleiche Feeling an, sondern der spürt, Mensch, heute ist alles langsam, dann muss verstanden werden, ja, warum denn? Wir gehen das jetzt in dieser Reihenfolge nach durch. Einmal fangen wir an mit der Anomaly Detection, dann gehen wir kurz aufs Forecasting, auf die User Experience werden wir auch eingehen. Und hier werde ich ein kurzes Projekt vorstellen, an dem wir momentan dran sind. Und das ist eher, was in der Zukunft noch geplant ist. Wie muss man sich Anomaly Detection vorstellen? Anomaly Detection, wenn ich jetzt diesen Human Expert habe, der von einem Kunden aber hunderte Metriken zur Verfügung hat, vielleicht erstmal gar nicht im gleichen Tool zur Verfügung hat, sondern in unterschiedlichen, dann guckt er sich an, wie ist es denn um den Kunden bestellt? Der weiß durch seine Erfahrung schon, ja, ich gucke mir diese 3, 4 an und wenn die sich so verhalten, dann vielleicht noch diese weiteren 10 und dann mache ich nochmal das andere Programm auf. Davon wollten wir weg, weil da haben wir gesagt, dieser Human Expert wird das dann immer so machen und kann das aber nicht weitergeben, einfach an jemand anderen auch. Dahingegen, wenn man sich eben konzentriert und erstmal alle Metriken in eine Datenbank holt, sieht es schon besser aus, dass jemand anders das lernen kann und man einen Teil davon automatisieren kann. Und dann wird der Human Expert auch auf jeden Fall Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag da davor zu setzen und bei einem Kunden, der sich gerade nicht beschwert, durchzugehen und durchzugehen, ja, wo könnte denn was sein? Das heißt, das versucht man, einen Algorithmus machen zu lassen. Der Algorithmus kann sich nämlich nicht nur 2, 3, 4, 5, sondern hunderte oder tausende Kurven gleichzeitig anschauen. Das heißt, mit gleichzeitig meine ich nicht nacheinander, sondern wirklich, dass der sich hier den Zeitpunkt 12 Uhr bei allen zusammen anguckt, denen so einen multidimensionalen Space transportiert und guckt, wie verhalten sich die Punkte zueinander und ist das was, was ich öfter sehe oder ist das was, was nur selten auftritt. Und dann kann er das über den ganzen Tag kontrollieren und eventuell eben Bereiche finden, wo, ich möchte nicht sagen Probleme, aber zumindest Sachen auftreten, die anders sind, die so über den Tag verteilt nicht so oft vorkommen. Im Idealfall könnte jetzt der Human Expert ihm auch noch eine Datenbank geben mit Konstellationen, wo er schon sicher war, da war was, dann könnte er das immer vergleichen und sagen, okay, ich bin auch ähnlich dem Problem so und so, ähnlich dem Problem so und so, also markiere ich das zusätzlich. Das heißt, Anomaly Detection kann man sich als Methode vorstellen, die wirklich irgendwelche Bereiche highlightet, die potenziell interessanter sein könnten, aus mathematischer Sicht, als andere. Und dann kann der Human Expert hergehen und eben nicht mehr den ganzen Tag durchkämmen, sondern sich schon gezielt nur noch diese Zeitfenster reinziehen und genau gucken, ja, passt das denn zu dem? Sehe ich da was? Beziehungsweise kann man dann auch gucken, wie verhält sich denn der Human Expert? Aha, wenn das und das und das zusammenkommt, verhält er sich so und so. Und das wieder versuchen, an den Algorithmus weiterzugeben. Also hier seht ihr verschiedene Kurven in Grafana, die aus einer Influx-Datenbank rausgeholt werden. Hier haben wir eben einmal verschiedene das System charakterisierende Metriken. Hier dann jeweils noch die Historie. Also hier ist immer gleich, inwieweit das jetzt im Vergleich zur Vorwoche oder zum Vormonat mehr oder weniger war. Und es handelt sich hier auch nicht um nur die Darstellung der Punkte, die wirklich in der Datenbank sind, sondern um einen geglätteten Mittelwert mit einem Range drumherum, weil das fürs menschliche Auge viel interpretierbarer ist, als wirklich alle Punkte anzuzeigen. Und da sind solche Datenbanken wie zum Beispiel Influx, wo ich einfach per Query aggregieren oder auch glätten kann, extrem handy. Was verwenden wir zum Beispiel bei diesem Setting beim Kunden? Haben wir Telegraph, dann haben wir hier einen so Streaming-Server-Netz.io, der Telegraph schickt da dran und die Daten letzten Endes zu uns, wenn das als Cloud-Service angeboten ist, da wird es in die InfluxDB reingeschrieben. Dann habe ich meinen Grafana, von dem via Query letzten Endes die Kurven aus der Datenbank immer extrahiert werden. Und hier habe ich dann den ganzen Teil, wo Machine Learning, Post-Processing etc. reinfließt. Das heißt, Python-Scripts etc. Hier haben wir ein bisschen was aufgeführt. Also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen mit dem SciPy-Stack vertraut sind. Mit Pandas oder NumPy kann ich super Time-Series manipulieren, bin relativ schnell, habe schon ganz viele
Open Source vorgefertigte Sachen, die ich wirklich nur noch rannehmen muss, beziehungsweise als Data Scientist, wenn ich nicht mit R arbeite, dann habe ich garantiert da eh schon meine ganzen Skripte, die letzten Endes nur noch drauf losgelassen werden müssen. Und das Ganze ist dann nur, wie bringe ich meine Daten darüber? Und das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr einfach. Scikit-Learn ist ein weiterer Open Source Python Package, der zur Verfügung steht, wo viele Machine Learning Routinen schon drin sind, die auch nur noch letzten Endes parametrisiert dann auf die Daten losgelassen werden müssen, und das schreibe ich dann letzten Endes zurück in meine Influx-Datenbank und kann es direkt mit Grafana darstellen. Wenn wir uns sowas jetzt mal in der Praxis kurz anschauen wollen, gucken wir, ob das mit dem Player so funktioniert. Okay, Pause. Dann würden wir jetzt hier zum Beispiel sehen, von einem potenziellen Kunden mehrere, also in dem Fall 15 Server. Per Klick käme man jetzt da mehr ins Detail und würde diese ganzen Metriken sehen, die wir für diesen Server aufgezeichnet haben. Hier die Anomaly Detection, die gleich aufgeht, zusätzlich Daten, die die momentan aktiven Batch-Tasks angehen, und hier drunter die User Experience, die ich dann später im Detail kurz zeige. Jetzt lassen wir es mal loslaufen. Also ich könnte jetzt, wenn ich eben die Anomaly Detection mir zusätzlich anmache, weil ich halt sonst nicht weiß, was am heutigen Tag eventuell ein kritischer Punkt gewesen sein könnte, wo ich mal besser hinschaue, draufklicken, schauen, okay, zum Beispiel kurz vor 11 hatte ich auf dem einen, also jetzt scrollt er da gleich drüber, genau, was eventuell größere Beachtung unterliegt, beziehungsweise hier bei dem anderen, dann gehe ich oben hin, klicke da und komme weiter. Jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller, ja. Das war auf langsam gestellt. Und da käme ich dann in die Kurven und könnte mir genau diese gleichen Marker wieder anmachen, die mir eben highlighten, okay, das war das Event, das aus mathematischer Sicht zu dem Marker geführt hat. Und auch, wenn ich wollte, bei jedem Graph nochmal näher ins Detail, bis auf die Ebene von einzelnen Prozessorkernen, einzelnen Disks, was eben beim Aufzeichnen via Telegraph ermöglicht wird. So, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir, okay, 5 hier zurück. Und kommen zum nächsten Punkt, dem Forecasting. Forecasting ist was, was für unsere Kunden von großer Bedeutung ist. Einiges liefert zum Beispiel Influx gleich mit out of the box. Also es gibt zum Beispiel die Holt-Winters-Forecasting-Methoden, mit denen ich einfach via Query mir schon die nächsten Wochen auch anzeigen lassen kann. Ist ein bisschen wartezeitintensiv. Ich kann aber auch genau auf die gleiche Art und Weise, wie ich das gerade beschrieben habe, mit dem Machine Learning hergehen und mit einer externen Routine mir letzten Endes Prognosen für die Zukunft vorberechnen. Das heißt, in dem Fall geht es zum Beispiel darum, ich habe ganz viele Tabellen, und zwar Tabellen, die alle mit unserer Applikation zu tun haben. Das heißt, es wäre jetzt schlecht, wenn unsere Applikation dementsprechend zu viel Speicherplatz in der Zukunft bräuchte oder wenn irgendwelche sehr unregelmäßigen Wachstümer in falschen Stellen auftreten würden. Und auch da muss der Human Expert rangehen und schauen, ja, wo gibt es denn Optimierungsbedarf? Und da waren die Tools, die eigentlich so zur Verfügung gestanden sind, auch wenig optimiert. Das heißt, selbst für den Human Expert war es schon eine große Erleichterung, die Möglichkeit zu haben, direkt anzuwählen und zu sagen, aha, das sind meine 5, die momentan am meisten brauchen, beziehungsweise über die letzten, ja, hier habe ich es jetzt abgeschnitten, 30 Tage habe ich mit dem, was ich verbessert habe, immerhin schon mal eine Abnahme um 6 Gigabyte gesamt erzielt, dann Optimierung, dass ich, gehen wir nochmal da zurück, dass ich zum Beispiel keine Tabellen habe, wo ich letzten Endes Daten überindiziert habe, weil sehr oft passiert, dass letzten Endes nur ein Bruchteil von meiner Datenmenge auch wirklich Daten sind und ein Großteil von diesen Speicherplätzen letzten Endes nur durch die Indizes belegt werden. Und dann der nächste Schritt war eben, ja,
Und wie sieht das Ganze denn jetzt in so und so vielen Monaten aus? In manchen Fällen ganz einfach, weil ich eher ein lineares Wachstum habe. Das heißt, da will ich dann nur wissen, ja, was ist denn das Beste und das Schlechteste, was ich erwarten muss? In anderen Fällen sehen diese Kurven durchaus aber auch eine Spur komplexer aus, weil eben da eher ein Abfallen oder ein komplexeres als das lineare Wachstum zu erwarten ist. Das heißt, mit dererlei Vorgehensweise kann ich dem Kunden eine Antwort geben auf, ja, wo werde ich denn ungefähr an dem und dem Tag sein, beziehungsweise wie lange dauert es denn noch, bis ich jetzt da Platz zukaufen muss. Nächster Punkt dahingegen, die User Experience. Da gibt es unsere Open-Source-Software-Lösung Alivix, die auch am Stand euch noch näher erklären lassen könnt. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist wie ein kleiner Roboter, der sich letzten Endes verhält wie ein Kunde. Das heißt, mit dem Kunden zusammen spricht man ab, was macht denn euer Durchschnittsanwender am Tag sehr oft? Wo wäre es denn problematisch, wenn was langsam würde? Oder was ist denn charakterisierend für das, wie ihr letzten Endes diese Applikation verwendet? Das muss nicht unsere sein, das können auch wirklich ganz andere User-spezifische sein. Und dann fange ich an zu messen, über den Tag verteilt, alle 10 Minuten, alle 15 Minuten, vielleicht sogar mit mehreren Sonden, dass ich noch eine höhere Frequenz habe, mit der ich abgreife und schaue. Hier zum Beispiel sieht man wunderschön, während der Nacht kann der User das die ganze Zeit machen und bei dem Kunden untertags fängt es dann schon an. Die Zeiten werden länger, beziehungsweise manchmal kommt der gar nicht mehr ganz durch. Es blockiert sich was oder es dauert mal was länger. Warum ist das für uns von so großer Bedeutung? Vorhin habe ich gesagt, idealerweise gibt uns der Human Expert auch Labels zurück, beziehungsweise markiert uns Bereiche und sagt, da lief mal alles super, da lief mal alles weniger gut. Da hat er aber nicht immer Lust drauf und nicht immer Zeit für. Dahingegen der Alivix, der macht es, wenn man dem das sagt, so, überprüfe, dann läuft er die ganze Zeit und ich kann, wie ich jetzt dann in den nächsten Slides auch zeigen werde, eben hergehen und sagen, dann nehme ich halt das als Label. Also in dem Moment, wo das konstant eine Zeit braucht, die für den Kunden akzeptabel ist, super. Und in dem Moment, wo das eine Zeit braucht, die für den Kunden nicht mehr akzeptabel ist, klassifiziere ich das erstmal als nimmer ganz so gut. Also hier sind zum Beispiel zwei Beispiele, wie das verwendet werden kann. Die könnten wir uns eventuell auch wieder als Video anschauen. Und zwar hätten wir da einmal dieses. Okay. Und zwar haben wir da bei einem Kunden produktiv rausgefunden, dass ein Bug dazu geführt hat, dass wir hier einen Zuwachs hatten beim Logging-Vorgang. Das heißt, dieser Roboter hat sich pro Tag viele, viele, viele Male eingeloggt, nämlich jedes Mal, bevor er seinen Testcase ausgeführt hat. Das würde ein richtiger User nicht machen, aber der richtige User loggt sich auch mindestens einmal pro Tag ein. Und es ist ja nicht nur einer, sondern auf dem System habe ich vielleicht sogar ganz viele. Das heißt, das, was ich hier an Wartezeiten beim Logging hier binnen weniger Tage angesammelt hat, hätte sich im System auch bei diesen ganzen Usern nach und nach aufgestaffelt und irgendwann hätte jemand angefangen, sich zu beschweren. So konnten wir schon weit bevor das passiert ist, rausfinden, dass das so geschrieben wird und einfach was einbauen, dass dieses Log halt dementsprechend immer gelöscht wird und das dann bereinigen und mit ganz anderen Zeiten letzten Endes dem Kunden zur Verfügung stellen. Banales Beispiel, aber die Auswirkungen sind trotzdem alles andere als zu ignorieren. Weil da, wenn man jetzt guckt, eben bei den meisten hat man dieses lineare Wachstum nicht und bei diesem einen Logging war das eben ganz extrem. Und hier haben wir da hingegen einen anderen Vergleich. Hier haben wir einen Kunden mit einem Testsystem und einem Produktivsystem. Wenn wir da drauf gehen, haben wir hier die Testumgebung, da die Produktivumgebung. Er hat auf der Testumgebung schon was Neues eingespielt, ein Patch. Und die Frage war, würde denn dieser Patch unsere User Experience eventuell negativ beeinflussen? Und wenn man das jetzt hier im Detail anguckt,
sieht das erstmal so aus, dass, ob das so wäre. Und wenn man es im Detail dann noch weiter anschaut, kann man auch genau nachweisen, dass es so ist. Ich hätte nämlich dann genau an einer Stelle wirklich eine Verschlechterung um mehr als 10 Sekunden, wo plötzlich alle jedes Mal, wenn sie diese eine Operation durchführen, länger warten müssten. Und wenn man das dann schon aus der Testumgebung weiß, wird man auf jeden Fall den Patch erstmal produktiv nicht einspielen, sondern noch ein bisschen nachbessern. Gut. Dann brauche ich meine Maus und wir gehen zurück. Genau. Perfekt. Kommen wir zu dem Punkt wirkliches Machine Learning. Machine Learning ist erstmal unterteilt in Supervised und Unsupervised Learning. Supervised Learning habe ich eben Daten mit Labeln, weiß also zum Beispiel, ich möchte unterscheiden zwischen Hunden und Katzen, habe ein paar Beispiele und weiß immer genau, das ist das Tier, das ist das Tier, das ist das Tier und versuche dann aus neuen Daten vorherzusagen, was für ein Tier das denn wäre. Könnten jetzt, was hat es für ein Fell, was hat es für eine Schulterhöhe und sonst was für Features zur Verfügung stehen. Und in unserem Fall hier beim Performance Monitoring gehen wir eben her, nehmen die Daten aus der User Experience, in dem Fall von unterschiedlichen Sonden. Die könnten zum Beispiel bei unterschiedlichen Stockwerken platziert sein oder auch bei unterschiedlichen Filialen weltweit. Und ich überprüfe, inwieweit das gut oder schlecht funktioniert. Die würde ich dann übereinander legen und da dann Bereiche rausgruppieren. In dem Bereich hat es funktioniert, in dem Bereich hat es nicht funktioniert. Wenn ich das noch feiner machen wollen würde, ginge auch das, könnte ich sogar sagen, ja, wie gut hat es denn funktioniert? Solange ich nur was Binäres habe mit gut und schlecht, bin ich bei einem binären Problem bei der Klassifikation. Dahingegen, wenn ich jetzt da wirklich die Dauer anfügen würde, wäre ich bei der Regression. Und wenn ich jetzt das eben nicht nur für eine Metrik mache, sondern die ganzen Metriken hernehme und diese Label, die ich aus der User Experience extrahiert habe, als Labeling für die ganzen Daten hernehme, dann kann ich plötzlich anfangen, auf Fragen zu antworten. Ja, bei welchem Server sollte ich denn als erstes hingucken? Oder heute zwischen Mitternacht und Mittag, was sind denn die interessantesten Metriken? Und das, wie gesagt, ist bei uns momentan erst ein Pilotprojekt, wo wir aber auf jeden Fall die nächsten Monate einiges an Arbeit reinstecken wollen, weil wir uns viel davon versprechen. Das Interessante, was rausgekommen ist, erstens, es funktioniert verhältnismäßig gut. Das heißt, es hat wirklich Potenzial und macht Sinn, dass wir da weitermachen. Und zweitens, für uns war ganz schön zu sehen, dass diese Algorithmen, die dann geguckt haben, welches denn die Metriken sind, welches denn die Server sind, sich teilweise super mit dem gedeckt haben, was der Human Expert eh rausgefunden hat. Und teilweise haben die aber auch Metriken gefunden, die haben wir uns so noch nie angeschaut. Die zeichnen wir zwar auf, aber die sind eben aus der Erfahrung des Human Experts nichts gewesen, was schon bekanntermaßen seit, was weiß ich wie vielen Jahren, was ist, was eine relevante Rolle spielt. Das heißt, da ist dann auf jeden Fall für uns sehr interessant rauszufinden, wenn denn die Mathematik sagt, die haben da einen wichtigen Wert, ob das sich in der Praxis auch so bestätigen lässt, beziehungsweise ob dann Änderungen, die diese Metriken betreffen, wieder Auswirkungen haben. Letzter Punkt ist das sogenannte Deep Learning. Und da im Vergleich zum Machine Learning muss man sich als jemand, der sich da nicht im Detail damit befassen will, eigentlich nur einen kleinen Punkt merken. Beim Machine Learning habe ich meine Features meistens klar definiert. Also so wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich zwischen Katzen und Hunden unterscheiden will, dann werde ich eben hergehen und zum Beispiel Schnurrhaare, ja, nein, etc. anbringen, muss aber im Vorfeld mir schon überlegen, was könnten denn gute Eigenschaften sein, um zwischen diesen beiden Tieren zu unterscheiden. Und beim Deep Learning treten an die Stelle von diesen Features die Daten. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel in dem Fall Tiere und Bilder ganz viele Bilder mit Label. Ich gebe aber nicht vor, welche sind die Pixel beziehungsweise welche sind die Features oder Eigenschaften, die für die richtige Klassifizierung des Tieres von Bedeutung sind. Und wenn ich dann, also das ist jetzt die Modellstruktur, da wären eben erst ein Input-Layer, dann
viele, viele Hidden Layers, darum ist es Deep, weil ich da eben viele habe, und ein Output Layer, sehr vereinfacht dargestellt. Und wenn ich dann im Detail mir angucke, was auf welcher Ebene eine Rolle spielt, könnte ich davon ausgehen, dass er auf der ersten Ebene sich so Kleinigkeiten rauspickt, die ich vielleicht noch nicht gleich interpretieren kann, aber spätestens auf den späteren Ebenen sich dann auf Sachen fokussiert, die vielleicht auch mir als Mensch auch logisch wären. Also dass ich auf einmal eine Schnauze oder eben ja, hier eine Pfote, Schnurrhaare, was auch immer, zu Gesicht bekomme. Und die habe ich dem Computer nicht mehr beigebracht, sondern die hat der sich selber anhand von ganz oft da durchschießen und immer Feedback zurückgeben, letzten Endes erlernt. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Früher konnte man das nicht so leicht verwenden wie heute, weil einfach die Computerkräfte nicht ausgereicht hat. Aber heutzutage habe ich da wirklich tolle Möglichkeiten. Muss ein bisschen aufpassen und da wirklich auch hin und wieder reinschauen, weil wenn ich zum Beispiel Schiffe von was anderem unterscheiden will, könnte es jetzt sein, dass er hier auf der Ebene nur lernt, hat das Bild denn Wasser oder nicht, was jetzt natürlich auch dazu führt, dass ich mein Schiff identifiziere, aber vielleicht nicht ganz das ist, was ich ursprünglich geplant hatte. Wenn wir das jetzt alles nochmal ganz, ganz schnell zusammenfassen, dann haben wir also im Bereich künstliche Intelligenz fürs Performance Monitoring, wenn ich da die Fehleranalyse automatisieren will, das Problem, dass ich meistens nie so viele Human Experts zur Verfügung habe, wie ich denn bräuchte, um wirklich mit meinen sehr detaillierten Problemen mich auseinanderzusetzen. Deswegen möchte ich die gern beschleunigen. Ich kann also per Anomaly Detection mir zum Beispiel Zeiträume rausziehen, die eine besondere Rolle spielen und damit eine Beschleunigung erzielen. Ich kann auch die Reaktionen des Human Experts zu kopieren versuchen, damit die dann schon wie vorgeschlagen oder eventuell auch sogar angewendet werden, wenn es was Einfaches ist. Dann gibt es den Bereich Forecasting, also dass ich letzten Endes schon jetzt weiß, was denn in welcher Zeit sein wird, beziehungsweise wie lang es denn noch dauern wird, bis ich einen für mich kritischen Wert erreiche. Es gibt den Bereich User Experience, wo ich wirklich mit vielen Open-Source-Tools, zum Beispiel in unserem Alivix, die Möglichkeit habe, zu gucken, wie würde denn ein Standard-User in dem Moment letzten Endes die Situation erleben und kann diese Art Daten verbraten. Und ich kann dann eine Kombination von Daten und User Experience hernehmen, um richtiges Machine Learning zu machen und eben auf ganz neue Fragestellungen eingehen. Und in der Zukunft können wir uns auf jeden Fall auch, ich denke, nicht nur von uns, sondern von der ganzen Community erwarten, dass auf derartige Daten auch Deep Learning-Algorithmen losgelassen werden. Gut. Ich möchte auf keinen Fall die Mittagspause zu lang hinauszögern. Das heißt, für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Genau, sind da irgendwo Fragen? Wir überwachen für unsere Kunden mehrere hundert Applikationen. Mhm. Wenn ich meinen Kunden jetzt anbieten möchte, sowas zu tun, welches Know-how brauche ich und welches Know-how braucht der Kunde? Das kommt jetzt ganz drauf an, wie diese 100 Applikationen aussehen, inwieweit es da Standards gibt, dass man eben nur für kleine Bauteile, die in jeder Applikation vorkommen, was machen kann. Also wir haben momentan das hauptsächlich für Kunden in Einsatz, die wirklich einige, wenige oder sogar nur eine einzige sehr große, vielschichtige Applikation im Einsatz haben. Das also ausdehnen zu wollen auf jemanden, der sehr viele hat, ist eins zu eins wahrscheinlich nicht so ganz einfach umsetzbar. Ich würde es nicht ausschließen und ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Methoden auch trotzdem funktionieren und es Sinn machen würde, in dem neuen Setting da mal drüber nachzudenken. Es ist halt die Frage, was von den vielen Punkten vielleicht momentan für den das Wichtigste sein würde. Also muss ich mir eine heterogene Umgebung mit einer Vielzahl von Applikationen unterschiedlichster Komplexität vorstellen? Ja, im Wesentlichen schon.
Also okay. Es ist auch nicht vorhersagbar, weil wir kriegen ja auch neue Kunden dazu, also hoffentlich. Zweite Frage, wie viel langfristiger Pflegeaufwand steckt da drin? Wenn der Kunde an seiner Applikation rumschraubt, nehme ich an, muss man auch immer hinterher arbeiten. Das Schöne an diesen mathematischen Methoden ist, dass die verhältnismäßig dynamisch sind, also sich auch anpassen, wenn der Kunde was ändert. Dahingegen zum Beispiel bei der User Experience, wenn ich natürlich einen Test Case jetzt zugeschnitten habe, auf genau, wie der sich da verhalten hat, wie das Programm da war, muss ich gucken. Also wenn sich das Programm an manchen Keypoints komplett verändert, werde ich da auf jeden Fall nachbessern müssen. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen? Dann möchte ich mich herzlich bedanken für den Talk auf der OSMC. Und hier ist ein kleines Geschenk. Danke.